Mein Name ist Thomas Fehling, ich bin Bürgermeister der Kreisstadt Bad Hersfeld, eine Stadt mitten in Deutschland mit 30.000 Einwohnern. Also wir sind auf dem Weg zur Smart City, wenngleich, was immer man da genau drunter verstehen mag. Wir haben aus dem Tagesgeschäft heraus uns verschiedene Aufgabenstellungen herausgegriffen im Laufe der Jahre. So haben wir eine App entwickelt, mit der die Bürger Lärmmessungen selber vornehmen können. Die Ergebnisse werden dann in unseren zentralen Datenpool, in unsere Datenbank eingespeist und können, die kann man sich dann auf einer Landkarte dann auch anschauen. Wir haben eine ganze Reihe von Umweltsensoren installiert, die also Feinstaub, CO2, Lärmemissionen messen. Auch das wird visualisiert. Wir haben Parkplatzsensoren installiert, die von oben her freie Parkstände detektieren und das weitermelden in das Parkleitsystem. Wir haben eine intelligente Straßenbeleuchtung installiert, wo also die Mitarbeiter von einem großen Logistikzentrum sich selber die Straßenbeleuchtung für 20 Minuten anschalten können per App und geht dann automatisch aus. Also Sie sehen, vom Energiebereich, vom Verkehrsbereich und im Stadtmarketing sind wir da mit einer ganzen Bandbreite an Themen unterwegs. Vielleicht zum einen, weil ich als ausgebildeter Diplom-Wirtschaftsinformatiker bis vor meiner Amtsübernahme vor 8 Jahren für ein amerikanisches IT-Unternehmen im europäischen Management war, habe dort Data-Warehousing-Lösungen entwickelt, also was man heute unter Big Data versteht. Also ich kenne mich so ein bisschen mit Infrastrukturen, mit Algorithmen, mit Datenstrukturen aus, habe da eine gewisse Nähe. Aber ich mache es nicht wegen der Technik, sondern weil wir bei jedem Projekt immer gucken, welcher Bürger draußen hat einen Nutzen daraus und wie können wir die Lebensqualität für die Bürger oder halt die Situation in der Stadt ganz konkret verbessern. Wir starten immer möglichst klein. Ich halte mein Team an, die Projekte nicht zu komplex zu machen, nicht zu ausschweifen, sondern klein, klein, klein. Erfolgreich implementieren, Erfolge einsammeln und die Erfolge messen sich dann daran, ob der Bürger, den wir im Auge haben, dem wir seine Situation verbessern wollen, ob der es verstanden hat, ob der es anwenden kann, ob der tatsächlich den Nutzen daraus hat. Hat er das, dann haben wir den Meilenstein erreicht, dann gehen wir weiter in die nächste Entwicklungsstufe. Wir gehen dann wieder breiter raus, dass mehr Leute mitmachen können, also klein starten, Piloten bauen, Leute mitnehmen, überzeugen und so kommen wir, glaube ich, ganz gut voran. Nächster großer Meilenstein ist Juni nächstes Jahr, Juni 2019. Da dürfen wir den Hessentag ausrichten. Das ist ja die große Landesveranstaltung über 10 Tage, mehrere hunderttausend Besucher. Und da ergeben sich eine ganze Reihe von Fragen. Wo sind die einzelnen Veranstaltungsorte? Wie kommen die Menschen von A nach B? Wie funktioniert die Logistik? Und da haben wir jetzt mit der Firma Topcon einen sogenannten digitalen Zwilling erstellt, wo wir solche Simulationen machen können, wo wir Analysen machen können, um zu schauen, sind unsere Planungen greifbar. Und wir werden auf dem Hessentag eine Straße der Innovation durchführen, wo wir Firmen die Möglichkeit bieten, ihre Produkte, ihre Technologien, ihre Services tatsächlich auch einem breiten Publikum vorzustellen. Ja, und so gehen wir den Weg dann weiter. Es ging los mit einem lockeren Gespräch und wo wir mal so geguckt haben, was könnte denn eine große Weltfirma wie Topcon in so einer Kleinstadt wie Bad Hersfeld tatsächlich hinbekommen. Und ja, in den Gesprächen hat sich das dann ergeben, dass wir mit diesem digitalen Zwilling ein Szenario entwickelt haben, wo Topcon gesagt hat, ja stimmt, wir können die Technologie. Lass uns doch mal ausprobieren, mal ganz konkret für eine Kleinstadt sowas zu machen, daran zu lernen und zu gucken, wie kann jetzt die Stadt davon profitieren. Und vielleicht aber auch dem, dass ich selber früher in der Industrie war, ein bisschen die Sprache von Industrieunternehmen kenne, auch weiß, wie Technologien vermarktet werden. So haben wir gemerkt, jawohl, das passt zusammen, wir sprechen dieselbe Sprache und ich kann somit die Brücke bauen zwischen Technologie, Unternehmen, Industrie und auf der anderen Seite, wie tickt eine Verwaltung, wie bringt man so etwas dann ins Tagesgeschäft einer Stadtverwaltung.